Hallo meine Gnulis und willkommen zu einem neuen Video und zwar zu Top 5 der Kommentare, die ich wirklich nicht mehr lesen kann. Ich würde sagen, dass ich sie mittlerweile schon wirklich hasse. Keine Panik, ich habe hier keine Namen gezeigt, ich habe einfach die Namen verpixelt, aber ich habe mir ein paar rausgesucht. Und da würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und schauen uns an, was ihr mir immer antut. Platz Nummer 5, der ich hab dich schon von Anfang an abonniert, Zuschauer. Süß, ey, der ist schon seit 200 Abonnenten dabei. Ey, krass. Platz Nummer 4, der für sich selber Werbungmacher. Check mein neues Video ab auf. Jetzt nicht dein Ernst. Platz Nummer 3, der Hey, schau mal bei mir vorbei, Zuschauer. Wenn man schon Werbung für seinen Channel macht, dann sollten eventuell dort auch Videos drauf sein. Platz Nummer 2, du siehst aus wie Punkt, Punkt, Punkt. Megan Fox, Megan Fox, Megan Fox, Megan Fox, Zoe, Pornodarstellerin, du siehst aus wie die Pornodarstellerin. Es ist ja nicht so, als würde ich diese Frauen dann auch googeln und gucken, ob ich denen wirklich ähnlich sehe. Die muss ich jetzt mal googeln. Frauen dunkle Haare und helle Augen haben, heißt es nicht, dass ich den ähnlich sehe. Und schon gar nicht so eine Pornodarstellerin. Und der verdiente Platz Nummer 1. Und zwar, was ist mit deinen Lippen los? Hey, was ist mit deinen Lippen los? Alter, warum ist ja deine Unterlippe so dick? Hast du Herpes oder was ist mit deiner Lippe? Was ist mit deiner Unterlippe, die ist so groß? Hey, hast du in deinen Lippen Botox drin? Oder was ist da los? Schlauchbootlippen hochziehen. Leute, was soll eigentlich mit meinen Lippen sein? Die sind eigentlich gar nicht so groß. Das wirkt alles nur so. Und wenn ich mal roten Lippenstift trage, dann liegt es daran, dass ich Herpes habe und es nicht zugeben möchte. Außerdem spritzt man sich in den Lippen keinen Botox rein, denn ansonsten könnte ich meine fetten Lippen nicht mehr bewegen. Zudem fragen mich Leute, die mich live sehen, nie nach meinen Lippen. Warum? Weil Lippen und Nasen viel größer auf Fotos und Videos wirken. Aber das ist euch ja scheißegal. Ich glaube, dieses Thema wird mich mein Leben lang verfolgen. Aber so ist es eben nun mal. So, Gnulis, das war das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Seht es mit Humor. Ich muss ja über diese Kommentare auch teilweise schmunzeln, außer ich werde wieder mit dieser Pornodarstellerin verglichen. Zudem muss ich auch wirklich sagen, sind 95% der Kommentare immer positiv und auch immer lang und toll und top. Also vielen Dank dafür. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir noch ein Hüfchen nach oben. Und am Donnerstag kommt das lang ersehnte Video. Und zwar habe ich eure Aufgaben, die ihr mir in Snapchat gestellt habt, erledigt. Ich sollte in die Stadt gehen und ein paar peinliche Dinge vollziehen. Die habe ich getan. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vergesst nicht, wenn euch am Donnerstag das Video gefällt, schreibt direkt neue Aufgaben drunter, die ich für euch erfüllen kann. Und dann sage ich wie immer danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns in den nächsten Videos. Ich sage wie immer Ade mit E. Wasche.